Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Corner aus Butzbach kann ich euch hier eine Walter PPS M2 Police Set vorstellen. Police Set in diesem Fall, weil mit drei 9mm Magazinen. Bei der PPS handelt es sich um eine Kompaktwaffe für die Disziplin Police Pistol 4 des BDMP, sprich PP4. Wir wollen die Kiste mal öffnen. Hat einen schönen hochwertigen Koffer, muss man ganz ehrlich sagen. So, im Deckel, wie üblich, der Papierkrieg. Wir haben eine Bedienungsanleitung, mehrsprachig, und wir haben ein Anschussbild. Geschossen wurde, steht es hier mit dabei, auf 10 Meter. Wie bereits erwähnt, wird diese Pistole mit insgesamt drei Magazinen ausgeliefert. Das heißt, wir haben einmal ein 6-Schuss-Magazin, kurzer Magazinboden. Wir haben ein 7-Schuss-Magazin, ein etwas längerer Magazinboden. Und wir haben ein 8-Schuss-Magazin. Und wie man sieht, ist das nochmal ein Stückchen länger. Diese Waffe ist vom Konzept her eigentlich etwas für das absolute verdeckte Tragen. Eine typische Concealed Carry Pistole. Sehr, sehr kompakt, sehr schlank gehalten und damit hervorragend für das verdeckte Führen. Wie bereits erwähnt, ist diese Waffe auch für die Disziplin Police Pistol 4, sprich PP4 des BDMP zugelassen. Waffen für die Disziplin Police Pistol 4 müssen in einen Kasten mit den Maßen 180 mm x 140 mm x 40 mm inklusive Zubehör reinpassen. 5 mm Toleranz in eine Richtung ist zulässig. So, diese Markierungen hier sind die 180, leider ist mein Ursprungsholzklotz weg, deswegen so ein bisschen stümperhaft, aber ich denke mal, man sieht, dass hier noch immer mehr als genug Platz im Kastenmaß vorhanden ist. Damit ist sie definitiv für die Disziplin Police Pistol 4 zugelassen. Der Griff dieser Waffe ist extremst schlank, muss ich ganz ehrlich sagen. Für selbst bei mir mit meinen kurzen Händen fast schon zu schlank, muss ich sagen. Allerdings komme ich sehr, sehr gut an den Abzug dran, der ziemlich hart ist. Also hier ist an dieser Waffe nichts gemacht worden. Die ist so out of the box und sie ist leer. Ziemlich hart. Also im Vergleich zu der PPQ, das sind Welten, muss man ganz ehrlich sagen. Was mir hier wiederum gefällt, ist der relativ breite Züngel und die komplett bündig abschließende Sicherungsnase. Das ist richtig gut. Das Magazin fliegt richtig raus, wie sie es gehört. Jedes Magazin hat hier einen unterschiedlichen Boden. Das heißt auch, dass der Griff, je nachdem welchen Magazinboden ich gerade dran habe, natürlich entsprechend kürzer oder länger ausfällt. Das 7-Schuss-Magazin ist fast schon zu klein. Das 6-Schuss-Magazin, da sieht man, da guckt schon mein kleiner Finger, guckt unten drüber, ist definitiv zu klein. Aber für eine Waffe, die zum Beispiel im verdeckten Bereich am Fuß geführt wird, also am Fußgelenk, durchaus eine sinnvolle Geschichte. Vom Zerlegen her ist das ähnlich wie bei den ganzen anderen. Kurz nach hinten ziehen, die Sicherungsriegel runter, Federpaket raus, Stummellauf raus und fertig. Zum Wiederzusammensetzen, das ist hier ein bisschen besonders bei der Waffe, muss anscheinend der Abzug im gespannten Zustand sein. Die Feder natürlich richtig rum drin und dann lässt sich die Waffe wieder problemlos zusammensetzen. Das ist die Walter PPS M2 Police Set. Kostet in der Shooters Corner 749 Euro. Ist eine sehr hochwertig gefertigte Waffe. Schießt sich für mich. Ich durfte sie heute schießen. Zeige ich euch gleich im Nachgang. Ich habe 5 Schuss zur Probe und entgegen den üblichen entgegen den letzten Videos sind wir jetzt sogar hingegangen und haben mal einen kompletten Durchgang PP4 hiermit geschossen. Mein Ergebnis damit ist nicht so prall, das zeige ich euch auch am Ende. Mir persönlich ist sie jetzt ein bisschen zu ruppig, geringes Gewicht, kurzer Lauf, kickt halt schon ganz schön. Aber in den richtigen Händen ist diese Waffe eine ganz hervorragende Kurzwaffe für diese Disziplin Police Pistol 4 im BDMP. Walter PPS M2 Police Set in der Shooters Corner
für 749 Euro erhältlich. Jo. Jo. Yep.